Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am vergangenen Sonntagnachmittag starb der junge Polizist Ruven L. an den tödlichen Stichwunden, die ihm ein afghanischer Islamist zwei Tage zuvor auf dem Marktplatz von Mannheim heimtückisch zugefügt hatte. Er starb, weil er das Leben anderer gegen einen barbarischen Terrorangriff schützen wollte. Und dieser brutale und heimtückische Mord, er hat uns in der Union zutiefst erschüttert. Und unsere Gedanken, sie sind bei den Angehörigen, sie sind bei den Freunden und sie sind bei den Kollegen. Wir trauern mit Ihnen. Ich möchte heute aber auch denjenigen alles Gute wünschen, die verletzt wurden, gute Genesung. Und ich möchte mich bedanken bei den Polizistinnen und Polizisten in unserem Land, die tagtäglich für unsere Sicherheit und für unseren Schutz sorgen. Danke dafür. Die Deutsche Polizeigewerkschaft bittet uns unter anderem auch nach dieser Tat, Ausweisungen nicht nur am Strafmaß, sondern auch an den Straftaten auszurichten. Und dem sollten wir nachgehen. Das ist eine richtige Forderung. Wir wissen noch nicht alles über die Hintergründe der Tat. Aber was wir wissen, ist, dass sie durch einen jungen Afghanen verübt worden ist, bei dem ganz klare Hinweise für ein islamistisches Motiv vorliegen. Wenn wir das alles aber wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann darf und kann doch die Politik nicht zur Tagesordnung übergehen. Und deshalb ist es auch richtig, Herr Kollege Hartmann, dass wir, weil das Thema so wichtig ist, diesen Antrag hier heute auch zur Abstimmung stellen. Das ist keine Instrumentalisierung der Tat, sondern das ist das, was notwendig ist. In unserem Antrag sind Forderungen erhalten, die wichtig sind, auch zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus und des politischen Islam. Und da haben Sie leider in dieser Bundesregierung einen viel zu geringen bis keinen Fokus gelegt. Und Sie handeln eben nicht, Sie reden nur. Und ich werde Ihnen das jetzt auch vor Augen führen, was Sie tun können und Sie auffordern, endlich zu handeln. Die Bundesinnenministerin, sie hat zwei Aktionspläne gegen Rechtsextremismus ergriffen, aber trotz mehrfacher Aufforderung durch uns noch keinen einzigen Aktionsplan speziell gegen Islamismus. Frau Faeser hat direkt nach ihrer Ernennung zur Ministerin den Expertenkreis politischer Islamismus im Innenministerium aufgelöst, und bei der angespannten Lage hätte man ihn einfach nur fortsetzen müssen. Die Innenministerin handelt auch nicht. Sie hat das Islamische Zentrum in Hamburg, und wir reden hier seit Monaten davon. Es ist eine Brutstätte des radikalen Islamismus. Sie hat sie bis heute nicht geschlossen. Schließen Sie sie endlich. Sie haben bei der Neufassung des Staatsangehörigkeitsrechts das Merkmal der Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse zur Voraussetzung dafür, dass man die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt, gestrichen. Führen Sie es wieder ein. Sie haben den abgelehnten Asylbewerbern, die ein vollständiges Verfahren durchlaufen haben, wieder einen Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. Schaffen Sie das wieder ab. Was wirklich vollkommen skurril ist. Sie reden heute davon, dass Sie Abschiebungen nach Afghanistan vornehmen wollen, was richtig und wichtig ist, weil Sie können mit der Taliban auch an anderer Stelle reden. Und die Bundesinnenministerin hat bereits vor einem Jahr angekündigt, in der Bild-Zeitung Abschiebungen nach Afghanistan vorzunehmen. Vor einem Jahr. Es ist nichts passiert. Die Innenminister warten seit einem halben Jahr auf eine Überprüfung. Herr Kollege Hartmann, das ist absolute Schaufensterpolitik. Sie haben vorher nicht mit den Grünen gesprochen, bevor Sie und der Kanzler und viele andere von Ihnen heute Morgen mitgeteilt haben, Sie würden nach Afghanistan abschieben. Auch die FDP hat das mitgeteilt. Alles Nebenkerzen. Die Grünen haben mir heute klar erklärt, sie wollen das nicht. Und ich sage Ihnen eins. Wenn Sie dieses Versprechen jetzt nicht wahrmachen, dann machen Sie eins. Schaffen Sie Ihre Koalition ab, weil Sie sind ein absolutes Sicherheitsrisiko in diesem Land. Lamia Kador für Bündnis 90 Die Grüne ist die nächste Rednerin.